So, dann rufe ich auf den Punkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung von Sondervermögen zur Sicherung der Versorgungsleistungen. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom hessischen Finanzminister. Dr. Thomas Schäfer, bitte sehr, hast das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bringe Ihnen namens der Landesregierung diesen Gesetzentwurf ein zur Beratung in den Gremien des Hessischen Landtages. Wir verfolgen mit diesem Gesetzentwurf das Ziel, dass die zweite große finanzpolitische Herausforderung nach dem Einhalten der Schuldenbremse zu bewältigen helfen, nämlich die beträchtlichen Lasten, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gemeinschaftlich in allen öffentlichen Körperschaften neben der reinen Kapitalmarktverschuldung am Ende für die künftigen Generationen entwickelt haben, zu bewältigen helfen. Ich habe immer gesagt, nach dem Einhalten der Schuldenbremse, der Sicherstellung, dass wir keine neuen Schulden am Kapitalmarkt mehr machen, die nach den Regeln, die wir uns gemeinsam gegeben haben, ab dem Jahr 2020 hätte erfolgen müssen, es uns gemeinsam gelungen ist, das deutlich nach vorne zu ziehen. Nach allem, was wir jetzt sehen, werden wir in diesem Jahr das dritte Jahr in Folge haben, in dem wir Überschüsse erwirtschaften werden. Gleichzeitig aber immer klar war, dass nach dem Einhalten der Schuldenbremse nicht wieder all das beginnen kann, was jahrzehntelang Politik auch geprägt hat, nämlich dass, wenn am Ende für die Ideen das Geld nicht reichte, man immer auf die Bank zurückgegriffen hat. Dass dies alleine nicht reicht, sondern dass wir uns beschäftigen müssen, dass wir uns beschäftigen müssen mit der großen Frage, wie gehen wir damit um, dass wir über Jahrzehnte hinweg unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Beamtinnen und Beamten gegenüber Versorgungsversprechen abgegeben haben, ohne die notwendige Absicherung durch Rücklagen dort zu bilden. Das ist über Jahrzehnte hinweg vorgenommen worden. Wir haben dann erstmalig, als der damalige Chef der Hessischen Staatskanzlei, Hans-Joachim Suchan, einen Versorgungsbericht in den 90er Jahren vorgelegt hat, zur allgemeinen Überraschung aller Beteiligten festgestellt, dass dort Lasten für die Zukunft schlummern, mit denen sich jedenfalls Landespolitik vorher, ich formuliere es zurückhaltend, nicht sehr intensiv beschäftigt hat. Eine Konsequenz daraus war, dass der nationale Gesetzgeber, als er noch die Gesetzgebungskompetenz für das Beamtenrecht hatte, zwei große Rücklagenansammlungen den öffentlichen Körperschaften vorgegeben hat, die mit den Namen Otto Schily und Manfred Kanter jeweils verbunden sind, nämlich Vorgaben, Rücklagen zu bilden, die aufgelöst werden sollten in diesen Jahren, um zu helfen, die Versorgungsansprüche abzufinanzieren. Wir haben als Land Hessen als Erstes entschieden, die Möglichkeit zur Auflösung dieser Rücklagen, um in der Finanzierung des Haushalts mitzuwirken, nicht in Anspruch zu nehmen, sondern das genaue Gegenteil zu tun, diese Rücklagen weiterhin zu besparen, um für spätere Zeiten vorzusorgen. Wir haben dann ein zweites gemacht, eine dritte Kategorie von Rücklagen, benannt nach meinem Vorgänger im Amt, Karl-Heinz Weimar, die wir jeweils freiwillig, mittlerweile auch aufgestockt, zusätzlich zurücklegen, um für künftige Herausforderungen bei der Bewältigung der Pensionslasten gerüstet zu sein. So, nun geht es darum, diese Fragestellung zusammenzuführen und sicherzustellen, dass der Notwendigkeit der Abfinanzierung der großen Herausforderungen der Pensionen auch in Zukunft die gleiche notwendige Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, wie das in der Sache richtig und notwendig schon in vergangenen Jahrzehnten gewesen wäre. Deshalb machen wir Ihnen einen Vorschlag, in dem wir sicherstellen, dass in den nächsten Jahren weitere zusätzliche Mittel dieser Rücklage zugeführt wird und gleichzeitig wir gesetzlich festlegen, dass Entnahmen aus dieser Rücklage erst zulässig sind, wenn eine bestimmte Quote zu den Versorgungslasten erreicht ist. Nach dem, was wir heute vorausberechnen, glauben zu können, aller Vorsicht formuliert, wäre das bis zum Jahr 2030. Und dann mag die Politikergeneration des Jahres 2030 entscheiden, ob dann die Quote ausreichend ist, um aus den Erträgnissen dieser Rücklage zu helfen, die Pensionslasten mitzufinanzieren.
oder ob man dann der Auffassung ist, sogar diesen Ansparstock noch ein Stück weiter aufstocken zu müssen. Aber das mögen Generationen dann entscheiden. Wichtig ist mir und wichtig ist uns an dieser Stelle, sicherzustellen, dass wir uns gemeinsam zu dieser Verantwortung bekennen. Denn lassen Sie mich vielleicht das hinzufügen. Wir sind mittlerweile das einzige Bundesland, das jedes Jahr durch Wirtschaftsprüfer testiert feststellen lässt, was der bilanzielle, in Anführungsstrichen, Wert unserer Versorgungsversprechen gegenüber unseren Beamtinnen und Beamten beträgt. Dieser Betrag steigt jährlich. Wir haben eine Kapitalmarktverschuldung von etwas mehr als 40 Milliarden €, aber Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe von weit über 70 Milliarden €. Das zeigt, dass die Dimension dessen, was wir dort bewältigen müssen, um einen durchaus nennenswerten Faktor größer ist als das, was wir unter dem Stichwort Schuldenbremse mit der Kapitalmarktverschuldung, der Bewältigung der Kapitalmarktverschuldung eingeleitet haben. So, nun geht es darum, ich wiederhole es, um das Bekenntnis klarzumachen, wir wollen auch diese Herausforderung angehen, Schritt für Schritt sicherstellen, dass die heutige Generation von Verantwortungsträgern bereit ist, auch durchaus in der Vergangenheit unterlassene Entscheidungen nachzuholen und sicherzustellen, dass für künftige Generationen weitere Handlungsspielräume bestehen, eigene politische Schwerpunktentscheidungen treffen zu können und nicht ausschließlich sich danach orientieren zu müssen, Dinge zu bewältigen, die die Generationen vorher gemeinschaftlich nicht in den Griff bekommen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können uns doch alle noch gemeinschaftlich erinnern, dass es auch öffentliche Körperschaften in diesem Land gegeben haben, die die Frage, ob sie Angestellte oder Beamte beschäftigen, entschieden haben, indem sie relativ großflächig Angestelltenstellen umgewandelt haben in Beamtenstellen, weil die liquide Belastung des jeweiligen Haushaltsjahres damit abgesenkt worden konnte, zu Lasten künftiger Generationen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ist glücklicherweise Schluss. Aber es zeigt auch, mit welcher Mentalität wir über viele Jahre und Jahrzehnte mit diesen Fragen umgegangen sind, also nach dem Motto, bezahlen wir halt irgendwann später mal. Und diese Mentalität, mit der wollen wir Schluss machen und sicherstellen, dass das Reden über Verantwortung vor künftigen Generationen mehr ist als ein Bekenntnis für Sonntagsreden, sondern notwendige Entsprechung in praktischer Politik haben muss. Ich freue mich, über diesen Gesetzentwurf mit Ihnen auch in den Gremien diskutieren zu können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger weiterer Beitrag zur nachhaltigen Finanzpolitik in Hessen. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bitte meine Stimme zu entschuldigen, ich habe eine Erkältung mir eingefahren. Ich glaube, Herr Minister, Sie brauchen gar nicht an die gemeinsame Verantwortung des Hauses für die Versorgungslasten zu erinnern, sondern die besteht. Da will auch niemand drunter wegtauchen, sondern wir wissen alle, mit jeder Stelle, die hier neu geschaffen wird, mit jeder existierenden Stelle, gehen einher Versorgungslasten für die Zukunft. Da müssen wir Vorsorge treffen, ob das Instrument, ob die Instrumente, darüber kann man allerdings trefflich streiten. Ich will aber mit einer Vorbemerkung beginnen, weil sie etwas mit Stil zu tun hat. Herr Minister, wir haben letzte Woche zusammengesessen in dem Vermögensbeirat, der jetzt über den neuen Paragraph oder Paragraph 11 eine gesetzliche Stellung bekommen soll. In diesem Beirat wird meines Erachtens hervorragend gearbeitet. Man kann sich dort als Mitglied wirklich einbringen, man kann seine Vorschläge und Bedenken einbringen, und die werden angemessen behandelt. Was aber dann in diesem Zusammenhang schlechter Stil ist, dass Sie dieses Gesetz eine Stunde vor Sitzung des Vermögensbeirates der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Ich hätte einen anderen Weg, Herr Minister. Weil die Arbeit dort so sachbezogen, so gut ist, weil da ein hohes Vertrauen besteht, wäre es angemessener gewesen, dort Ihre Vorstellungen einzubringen,
und zu sagen, das haben wir vor, dauert möglicherweise auch von, ja, die sind ja auch gesellschaftliche Gruppen eingebunden, der Richterrat, es ist eingebunden, DGB. Also auch dort schon mal erste Reaktion hätte erfahren können. Es ist halt anders gemacht worden. Warum, weiß ich nicht, aber es ist nicht gut. Aber zur Sache. Eine höhere Vorsorge für die künftigen Ausgaben des Landes für Beamtenpensionen ist sicherlich sinnvoll, denn die jährlichen Lasten werden von heute 2,7 Milliarden Euro immer Ihre Zahlen unterstellt, dass sie richtig sind. Davon gehe ich allerdings auch aus, in diesem Falle auf über 5 Milliarden Euro bis 2046 anwachsen. Mit der Bildung einer Rücklage und jetzt der Verstärkung werden künftige Haushalte etwas, ich betone, etwas entlastet. Denn realistisch muss man feststellen, dass auch mit dem neuen Gesetz die Höhe der Rücklage im Jahr 2030 10 Milliarden Euro betragen wird, wohingegen die bilanzielle Pensionslasten fast 100 Milliarden Euro sein werden. Und damit, Herr Finanzminister, die Rücklage deckt gerade einmal 10% der summierten Ausgabenlast, der bilanzierten Ausgabenlast. Man sollte keine zu großen Töne an der Ecke jetzt, glaube ich, spucken und auch in der Öffentlichkeit nicht zu hohe Erwartungen wecken. Selbst mit der Stärkung der Rücklagen werden ab 2030 die jährlichen Ausgaben für die Pensionen nur im geringen Umfang durch die Erträge aus der Rücklage gedeckt. Die genaue Höhe ist abhängig von der Zinsentwicklung, das ist klar. Also, man kann unterstellen, 5%, man kann auch, wenn es gut läuft, wenn mal wieder eine Zinsentwicklung da ist, die vielleicht 8 oder sogar 10%, kann man vielleicht sogar 20% sozusagen daraus, aus den Erträgen, das ist ja sozusagen auch der Kern des Gesetzes, dass nur aus den Erträgen nicht an die Substanz gegangen werden kann. Das entlastet sicherlich in diesem Jahr dann den Haushalt mit einigen Millionen. Aber es ist sozusagen, das wissen wir, nicht die Lösung der Probleme. Deswegen komme ich dazu, weil das damit auch deutlich wird, dass eine vollständige Kapitaldeckung völlig unrealistisch ist. Und sie würde Riesenlücken in unseren Haushalt reißen. Wir müssten ganz andere Summen zurücklegen. Wir müssten fast das Zehnfache zurücklegen, meine Damen und Herren. Und wie bei der gesetzlichen Rente werden kommende Generationen für die Pensionslasten aufkommen müssen. Und deswegen sage ich, gute Renten und Pensionen sind sehr abhängig von einer wirtschaftlichen Entwicklung einer Volkswirtschaft und übrigens auch von der stabilen politischen Lage in einem Land. Deswegen sind wir alle an dieser Ecke gemeinsam gefordert, auch sozusagen die richtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen, da denke ich auch immer gleichzeitig sozialpolitisch mit, denn das gehört auch dazu. Ich bin fest der Überzeugung, dass nur der Ausgleich zwischen dem, was man sozialpolitisch erreicht und wie man wirtschaftlich agiert, überhaupt zu tragfähig und zukunftstragende Gesellschaft führen und auch am Ende wirtschaftlichen Erfolg darstellen werden. Deswegen ist das eine Grundvoraussetzung. Deswegen, wir bekennen uns dazu. Wir werden sicherlich, es wird eine Anhörung dazu geben, wir werden sicherlich noch einmal ausführlicher auch in den Details diskutieren, aber vom Grundansatz finden wir das richtig. Aber man sollte, wie gesagt, keine überzogenen Erwartungen in der Öffentlichkeit wecken. Positiv zu werden sind in dem Gesetz die Vorgaben für eine nachhaltige Anlagestrategie. Auch da betone ich, hat das Land in den letzten Jahren, anders als bei den Immobilienverkäufen, die richtige Strategie verfolgt. Es war schon in der Vergangenheit eine Strategie, wo die Frage Nachhaltigkeit, und zwar, das ist mir wichtig, nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale Verantwortlichkeit und die Unternehmensführung, eine gute Unternehmensführung, eine wichtige Rolle gespielt hat, ob man in Aktien investiert hat, in dieses oder jenes Unternehmen. Und es ist gut, dass das jetzt noch einmal gesetzlich auch noch einmal festgehalten wird und dass man eine Kombination vorhat, ich sage mal, zwischen mündelsicheren Anlagen und der Frage, dass dann auch wirklich nur investiert wird in Aktien, wo diese Voraussetzung der Nachhaltigkeit in jeder Beziehung auch erreicht wird. Ich bin übrigens, da knüpfe ich an, was ich eben gesagt habe, auch sicher, dass nur Unternehmen, die genau sich diesen Aspekten auch verpflichtet fühlen, mittel- und langfristig erfolgreich sein werden und sozusagen dann auch damit am Aktienmarkt erfolgreich sein werden. Das ist Grundüberzeugung von uns Sozialdemokraten, weil wir finden, dass beides zusammengehört. Ich will
Ich will zwei abschließende Bemerkungen machen. Weil anders als bei dem Gesetzentwurf zu den Straßenausbaubeiträgen ja dieses Gesetz wenigstens eine Finanzregelung aufgenommen hat und damit den Vorgaben der Hessischen Verfassung, Artikel 142, entspricht. Allerdings, da heißt es, eine 40 Millionen €, wie wird gedeckt, aus der Rücklage. Also man nimmt eine Rücklage, um eine Rücklage zuzuführen. Na gut, auch sehr interessant. Wie das dann erfolgt, über einen Nachtragshaushalt oder nicht, das ist offen. Ich sage Ihnen gleich an dieser Stelle, ich glaube, das bedeutet ein Nachtragshaushalt. Auch darüber werden wir diskutieren. Und letzten Satz. Sie sprechen von Alterssparbuch. Da zuckt man natürlich. Erstens, wenn man weiß, dass dieser Alterssparbuch nur wirklich einen geringen Teil der künftigen Ausgaben deckt. Und bei Sparbuch, also ich glaube, ich habe momentan 0,02%. Also da wäre ich leicht nervös. Zum Glück haben wir gemeinsam im Beirat andere Anlagenstrategien entwickelt, die zu deutlich höherer Verzinsung führen. Also denken Sie noch einmal über den Begriff Alterssparbuch nach. Wir werden uns konstruktiv an der Debatte beteiligen und dann auch sozusagen unser Abstimmungsverhalten daran orientieren, was die Anhörung ergibt. Wie Sie es gehört, finde ich, für ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Das Wort hat der Kollege Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Gegen den Gesetzentwurf kann man, und das waren ja auch die Worte des Kollegen Schmidt, nichts haben. Gegen die Grundstruktur des Gesetzentwurfs kann man nichts haben. Gegen die meisten der Detailregelungen kann man nichts haben. Und trotzdem glaube ich nicht, dass letztlich die FDP-Fraktion – wir warten die Anhörung ab – dem Gesetzentwurf zustimmt. Sie kommen mal wieder zu spät. Es ist dieselbe Argumentation, die wir schon in anderen Bereichen heute und gestern hatten. Ja, wir haben es dringend nötig, bessere, höhere Rücklagen für die Versorgungsbezüge zu erarbeiten, festzuschreiben, festzulegen. Und ja, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und von den Schwarzen, da ist Ihre Politik der letzten vier Jahre auch noch einmal mit dran schuld. Es ist halt teuer. Es belastet halt die künftigen Generationen, wenn man nicht wie die Regierungskoalition davor ungefähr 658 Stellen einspart, sondern wenn man wie Schwarz-Grün aus dem Vollen greifend zusätzlich 4.450 Stellen platziert. Das kostet halt Geld. Und das kostet halt nicht nur Geld jetzt, sondern das kostet natürlich auch Geld bei den Versorgungsbezügen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben 5 Milliarden € mehr als Land Hessen einnehmen können, als die mittelfristige Finanzplanung von Dr. Thomas Schäfer es für die Jahre 2013 fortfolgende geplant hat. 5 Milliarden € zusätzlich. Und Sie haben das Geld zu einem Großteil verfrühstückt. Darf es noch ein Viertel mehr sein? Sowohl bei den Programmen, die Sie aufgelegt haben, aber natürlich auch bei den Stellen, die Sie aufgelegt haben. Und auf die Idee zu kommen, dass man vielleicht eine Verwaltung auch strukturell auf das nächste Jahrzehnt vorbereiten muss, sind Sie nicht. Sie haben zusätzliche Behördeneinrichtungen geschaffen. Sie haben zusätzliche Regulierungen eingeführt. Sie haben zusätzliche Beratungs- und was weiß ich nicht alles für Einrichtungen eingeführt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dazu brauchten Sie dann noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die kosten jetzt künftig Geld. Und Sie werden auch Versorgungsbezüge haben wollen. Ich darf deshalb noch einmal zusammenfassen. Wer 5 Milliarden € aufgrund der wirtschaftlichen, der konjunkturellen Lage zusätzlich in fünf Jahren einnimmt, der darf sich wirklich nicht feiern lassen, wenn er jetzt bei den Rücklagen diesen niedrigen Betrag zusätzlich einrechnet. Eigentlich ist das zu wenig. Und Sie waren ja gezwungen aufgrund der Gesetzeslage, sehr geehrter Herr Finanzminister, dass die Änderung des Gesetzes jetzt durchgeführt wird.
weil halt der Ausgaben, die zu erwartenden Ausgaben, schöne Grüße, ein Blick in die hessische Bilanz, zeigt, dass es so in keinster Weise mehr finanzierbar ist, dass so in keinster Weise mehr die 20-30-Zahl eingehalten werden kann. Also, wenn man mehr Stellen produziert, dann produziert man auch mehr Ansprüche auf Versorgungsleistungen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss man nach der Logik dieser Regierung, aber auch nach der Logik der Vorgängerregierung, denn dort haben wir uns ja intensivst mit diesem Fonds auseinandergesetzt und ihn erheblich aufgestockt, muss man halt auch danach handeln. Lassen Sie mich darüber hinaus kurz sagen, ich finde das mit dem Stil sogar noch ausbaufähig. Ich finde das noch ausbaufähig. Du bist wie immer zurückhaltend, so kenne ich dich schon von der Uni. Na ja, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Also, die Pressekonferenz war, glaube ich, um 11.30 Uhr. Sie wurde geleitet und durchgeführt vom Minister. Die Beiratssitzung, habe eben noch nachgeguckt, war um 13 Uhr und wurde geleitet vom Staatssekretär. Ich habe nichts dagegen, dass der Staatssekretär dort mit seinem Wissen anwesend war. Und er hat die auch sehr geschickt geleitet. Ich komme gleich noch zu den Inhalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ist das wirklich Achtung vor den Kolleginnen und Kollegen, dass der Minister in die PK geht und danach den Staatssekretär in den Beirat schickt? Ich weiß, Sie haben einen vollen Terminkalender, weil Sie auch so gerne Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Finanzministers neben einer auch guten Arbeit. Aber das macht man einfach nicht, finde ich. Also, wenn man schon meint, man müsse vorher die Öffentlichkeit informieren, dann muss man auch die Kraft und die Zeit sich nehmen, dass man in den Beirat noch einmal kommt, kurz es darstellt und dann sagt, und jetzt, weil der Vorsitz des Beirates ist ja auch der Staatssekretär und nicht der Minister, dann gehe ich und mache einen anderen Termin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt noch zu der Arbeit, von der eben vollkommen zu Recht gesprochen worden ist. Ich fühle mich in dem Beirat sehr wohl. Nur eines muss klar sein. Da haben sich ja Schalauske auf der einen Seite und der Rest der Welt auf der anderen Seite, noch nicht einmal Schalauske unterstützt vom DGB, darüber Gedanken gemacht, was man denn alles Gutes in dieser Welt mit dem Geld anstellen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht unser Geld. Es ist zu einem Großteil das Geld, was aufgrund von gesetzlichen und tarifverträglichen Abmachungen den Mitarbeitern zusteht. Das ist deren Geld. Und ich mache nicht gerne große Politik mit fremder Leute Geld. Dass das Sozialisten scheißegal ist, bitte entschuldigen dieses Wort, ist ja nun seit Jahrhunderten. Herr Kollege Dr. Hahn, ja, das ist, ne, sind wir uns einig, ist nicht so ganz gut. Ich habe es auch sofort gemerkt, als es draußen war. Aber dass Sie meinen, dass Sie jetzt im Jahre 2018 noch immer erzählen können, dass man mit diesem Geld auch noch etwas viel, viel Besseres machen könnte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Hauptauftrag in diesem Beirat ist es, dieses Geld zu mehren. Nicht nur zu halten, sondern auch zu mehren. Und da haben wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sollen es wissen, zwei Ideen, die weiter fortgeführt werden sollen. Das eine ist, früher galt es immer, mündelsichere Papiere zu haben. Das Thema hat uns Herr Draghi zerschossen. Das gibt es nicht mehr. Vielleicht gibt es es irgendwann mal wieder. Derzeit jedenfalls gibt es das nicht, wenn man weiter mehren will. Und deshalb ist ein Versuch gestartet worden, schon in dieser Legislaturperiode, dass man auch Geld in Immobilien, in Immobilienfonds hereingibt. Und ich glaube, wir sind sehr gut beraten. Das macht, glaube ich, die Helaba Invest, wenn ich das richtig, Herr Staatssekretär, im Kopf habe, dass sie auch Dinge mit ihrem Fachverstand aussucht. Und deshalb finde ich es gut, wenn wir nunmehr uns bemühen, von 5% auf 10% Immobilienanteile zu gehen. Und ich finde es auch gut, dass wir versuchen, noch weiter über den deutschen Tellerrand zu schauen. Ja, es muss immer gut kalkuliert sein. Ja, es muss immer auch von einer gewissen Art von Risiko auf der einen Seite, aber noch mehr Sicherheit auf der anderen Seite abgedeckt sein. Wir hatten sozusagen im Zorne der Brexit-Entscheidung die Briten mal kurz rausgenommen aus der Liste, wo wir investieren. Lieber Kollege Jörg-Uwe Hahn, die Redezeit ist, ne, sei so lieb. Wir haben jetzt unsere Berater gebeten, noch einmal zu schauen, ob man nicht auch in England noch gut investieren kann. Deshalb, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind gespannt über die Äußerungen, die in der Anhörung
kommen werden. Wir stehen positiv gestimmt diesem Gesetzentwurf entgegen. Und wie wir uns letztlich entscheiden, entscheidet sich nach der Anhörung. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Erfurth, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Hahn hat eben formuliert, es gibt nicht viel zu meckern, aber wir werden wahrscheinlich nicht zustimmen. Und Sie haben das damit begründet, unter anderem damit begründet, dass in Hessen zu viele Stellen für Beamtinnen und Beamten geschaffen worden. Jetzt habe ich mich versucht, das gleich ein bisschen in Übereinstimmung zu bringen, was wir vorhin in der Schuldebatte gehört haben. Da wurden mehr Stellen gefordert. Also irgendwo müssen Sie sich vielleicht auch einmal überlegen, in welche Richtung Sie wollen. Und die Sicherheitsdebatte danach, genau, wirft der Herr Wirtschaftsminister gerade ein. Ja, meine Damen und Herren, ich würde diese Debatte für mich gern überschreiben mit nachhaltig und generationengerecht. Nachhaltigkeit ist ja ein oft bemühtes Wort in politischen Debatten, und ich gebe zu, dass der häufig inflationäre Gebrauch von Nachhaltigkeit mich auch manchmal nervt. Heute allerdings möchte ich ihn auch mit voller Überzeugung für den Bereich der Finanzpolitik verwenden. Und das von der Landesregierung vorgelegte Versorgungssicherungsgesetz nimmt den Gedanken der Nachhaltigkeit im besten Sinne auf und zeigt Lösungswege auf, auch wenn, da will ich dem Kollegen Schmidt an der Stelle beipflichten, wenn wir es nicht vollständig lösen können. Sie haben ja die Größe der Aufgabe beschrieben, aber eine richtige Lösung habe ich am Ende auch nicht von Ihnen gehört, weil wir haben eine große Aufgabe zu lösen, nämlich die Versorgung der Beamtinnen und Beamten in der Zukunft zu lösen. Und das wissen alle schon, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigen, dass Versorgungslasten beständig wachsen und dass die Finanzierung aus den laufenden Haushalten die jeweils nachfolgende Generation vor große Probleme stellt. Dieses Wissen war ja letztlich auch der Grund für das Bundesgesetz, das 1999 die sogenannte Kanter-Rücklage eingeführt hat. Damals in der Annahme, wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen oder in Pension gehen, dann nehmen wir die angesammelten Gelder und untertunneln, so war die Vorstellung, diesen Berg an Versorgungslasten. Und innerhalb von 15 Jahren sollte dann diese Rücklage aufgebraucht werden. Das hat sich als Weg erwiesen, der nicht funktioniert, und das, weil dann ja auch das Geld ausgebraucht worden wäre. Und es zeigt sich, diese Maßnahme war nicht ausreichend. Und deshalb gehen wir in Hessen ja auch schon seit einigen Jahren einen anderen Weg. Und mit dem Gesetzentwurf, über den wir heute in erster Lesung sprechen, wollen wir diesen Weg auf eine neue rechtliche Grundlage stellen. Und das ist nichts, was zu spät kommt oder was irgendwie anrüchig wäre, sondern das ist genau das, was wir mit der Versorgungsrücklage und dem Beirat schon sehr lange auch diskutieren, dass wir nämlich hier neue rechtliche Grundlagen brauchen für diese Anlage und für die Versorgungsrücklage. Die Fraktionen von CDU und GRÜNEN unterstützen ausdrücklich das Anliegen der Landesregierung, hier eine dauerhafte Rücklage aufzubauen und dann damit die Pensionen von Beamtinnen und Beamten langfristig auch abzusichern, und zwar ganz real. Und zwar ganz real in Geld, also in Anlagen, die wir dann da auch im Haushalt haben, und nicht virtuell in irgendwelchen Buchungstricks. In Hessen ist ja auch als einzigem Bundesland abzulesen, wie diese Versorgungslasten sich darstellen, weil wir sie in der Bilanz sehr offen ausweisen. Und da kann jeder, der sich dafür interessiert, auch nachlesen, wie sie ansteigen. Und deshalb ist es geboten, im Rahmen der Möglichkeiten, die der Landeshaushalt so bietet, hier Vorsorge zu treiben. Und da sind wir uns, glaube ich, trotz der Unterschiede auch einig. Das kann ein Landeshaushalt nicht im vollen Sinne übernehmen, das habe ich auch den Kollegen Schmidt verstanden, sondern wir müssen immer die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Da kann man sich immer noch mehr wünschen, wie jetzt zum Beispiel der Kollege von der SPD oder wie es auch der Steuerzahlerbund macht oder auch die VAU. Man kann sich immer noch mehr wünschen und sagen, wir müssen da immer noch mehr reinzahlen.
Aber die Kunst ist, das richtige Maß zu finden und das umsetzbare Maß zu finden. Und da bin ich auf die Anhörung sehr gespannt, wie die Anzuhörenden das auch beurteilen. Mit der Versorgungsrücklage des Landes, meine Damen und Herren, verfolgen wir schon, seit es sie gibt, eine Strategie der Nachhaltigkeit. Dieser Punkt war uns GRÜNEN von Beginn an immer besonders wichtig. Und ich freue mich, dass wir schon vor dem Eintritt in die Landesregierung damit sehr erfolgreich waren. Das Geld sollte risikoarm, aber ertragreich angelegt werden und sich an ökologischen und sozialen Kriterien ausrichten. Diese Kriterien waren zunächst nicht ausdrücklich verankert, in keiner Anlagerichtlinie usw. Aber trotzdem haben wir uns gemeinsam entschieden, im gegenseitigen Einvernehmen im Beirat, dass wir das einmal so machen. Und der Weg hat sich als erfolgreich bewiesen. Wir haben es dann 2017 in den Anlagerichtlinien verankert. Und es hat sich gezeigt, dieser Weg hat sich bewährt. Wir haben damit die Rücklage im Laufe der letzten Jahre haben wir damit Erträge erzielt, die immer leicht über übrigen Anlagenformen lagen, über übrigen konventionellen Anlageformen gelegen haben. Und es hat sich gezeigt, dass Ökologie und Ökonomie durchaus etwas miteinander zu tun haben und dass es keine Spinnereien sind, sondern dass das ein guter Weg sein kann, Geld anzulegen. Und jetzt soll mit dem Gesetzentwurf, den Finanzminister Dr. Schäfer hier vorgestellt hat, in § 6 ausdrücklich verankert werden, dass bei der Geldanlage neben der Sicherheit und Rentabilität auch künftig ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte einzuhalten sind, sowie auch die Kriterien von guter Unternehmensführung, das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, oder auch die Initiative von Global Compact der Vereinten Nationen mit zu beachten sind. Ansätze, die wir GRÜNEN ausdrücklich unterstützen und die wir auch weiterverfolgen wollen, weil wir uns auch an der Weiterentwicklung hin zur Dekarbonisierung bei den Aktienanlagen Gedanken machen wollen. Und da bin ich sehr gespannt, welchen Weg die SPD da einnimmt, weil Dekarbonisierung ist ja immer noch einmal ein Thema. Wir wollen raus aus Kohlenstoff, wir wollen raus aus fossilen Energieträgern. Auch das ist ein Weg, der nach unserer Überzeugung in die richtige Richtung führt, weil es zukunftsfähig ist. Und da bin ich noch einmal gespannt, wie sozusagen auf diesem Weg auch die Kolleginnen und Kollegen von der SPD mitgehen. Ich freue mich, wenn, Herr Schmidt, wenn wir da auch irgendwann mal sozusagen da auch auf einem gemeinsamen Weg kommen werden. Das freut mich, und ich bin sehr gespannt auf die Debatte. Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, es ist der richtige Weg, die Versorgung der Beamtinnen und Beamten an sichere und an klima- und sozialpolitisch saubere Geldanlagen zu koppeln. Ich glaube, das ist auch für die Beamtinnen und Beamten ein gutes Gefühl, wenn sie nicht nur ertragreich angelegte Rücklagen haben, sondern auch noch welche, die nach sozialen und ökologischen Kriterien gut angelegt sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Erfurth. Das Wort hat der Abg. Jürgen Banse, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, die Einlassungen der Abgeordneten haben gezeigt, dass das bestimmt eine spannende, aber auch eine positive Gesetzesberatung werden wird. Wir werden sehen, wie dann am Schluss die Schlussdebatte ausgeht. Es ist wie immer, jede Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite freuen wir uns alle, dass wir älter werden. Es war in diesen Tagen wieder eine eindrucksvolle Statistik zu lesen. Ich spüre es ja an mir selbst, wir werden alle älter. Aber auch der Gesamtdurchschnitt unserer Bevölkerung und natürlich auch der Gesamtdurchschnitt unserer Beamtenschaft. Und allein das führt natürlich zu erheblichen Mehrbelastungen, die wir ausgleichen müssen. Für mich war eine Diskussion im letzten Unterausschuss spannend, als uns der Landesrechnungshof mit seiner Erwartung konfrontierte, dass nicht nur der kamerale, sondern eigentlich sage ich jetzt fast dazu natürlich auch der topische Haushalt, Sie werden sich an die Diskussion erinnern, ausgeglichen sein müsste, was natürlich zunächst einmal
ein relativ theoretischer Ansatz ist, weil im dopischen Anlass natürlich alle künftigen Lasten stehen, z.B. die Versorgungslasten. Und auf der anderen Seite, darauf ist ja auch hingewiesen worden, stehen die künftigen Chancen nicht im dopischen Haushalt, also die Steuereinnahmen, auf die wir jedes Jahr wegen unserer leistungsfähigen Bürgerinnen und Bürger rechnen können, die stehen nicht drin. Und jetzt soll man das ausgleichen. Also habe ich als eine sehr sportliche Überlegung empfunden. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, ob wir irgendwann einmal das Buchhaltungssystem ändern oder uns entschließen, auch Chancen wirklich zu bilanzieren. Das ist ein spannender Aspekt, aber er hat hiermit zu tun. Denn wir müssen ja auch überlegen, wie wollen wir den Beamtinnen und Beamten eine sichere Aussage garantieren, ihr könnt damit rechnen, dass eure Pension sicher ist. Ich weiß aus zahlreichen Gesprächen mit Beamtinnen und Beamten, dass die sich diese Frage schon stellen. So ganz selbstverständlich sehen die das nicht, dass die Pensionen immer gewährleistet sind. Und insoweit finde ich auch diese Idee, eine solche Rücklage auszubauen, zu stabilisieren, sie auch gegen den Zugriff künftiger Haushaltsgeber abzusichern, indem eine gesetzliche Entnahmeberechtigung vorausgesetzt wird, halte ich schon für einen Weg, der in die richtige Richtung weist, der auch den Menschen deutlich macht, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie auch im Alter eine sichere Pension haben. Aber es ist nach wie vor nur ein Diskussionsbeitrag, weil wenn wir im Jahre 2030 erst 10% der Lasten erreicht haben werden und dabei mit 200 Millionen plus X pro Jahr diesen Fonds fördern und unterstützen, zeigt das, wie groß die Aufgabe ist. Ich glaube, es ist ein gutes Gesetz, das wir zu diskutieren haben. Ich halte es auch für ein mutiges Unterfangen des Landtages, sich dieser Problematik zu stellen. Das ist ja jahrzehntelang totgeschwiegen worden. Wir reden darüber. Wir formulieren auch, wie hoch dieser Ansatz sein wird, welche Lasten künftige Generationen haben. Und ich glaube, dass es auch im Sinne von Generationengerechtigkeit richtig ist, dass so wie ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer seine Rentenversicherung ja auch schon zu seiner Arbeitszeit zahlt und nicht sagt, muss die nächste Generation machen. So finde ich, sollten wir es auch bei den Beamten ansehen. Deswegen glaube ich, das ist ein weiterer richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und trotzdem ist es eine riesige Aufgabe, die wir noch nicht gelöst haben. Vielen Dank, Kollege Banzer. Das Wort hat der Abg. Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich mit einer kurzen Vorbemerkung der Kritik des Kollegen Schmidt und der Kritik von Dr. H.C. Hahn anschließen darüber, dass die Art und Weise, wie mit dem Thema umgegangen wurde, finde ich nicht unbedingt einem kollegialen Umgang entspricht. Wenn einerseits eine Pressekonferenz nur eigentlich ja nur wenige Minuten vor der Beiratssitzung gemacht wird, wo man quasi wesentliche Vorschläge für Neuregelungen öffentlich präsentiert und gleichzeitig danach das Gremium, was auch zukünftig mit diesen Folgen und diesen Fragen konfrontiert sein wird, dann aus zweiter Hand über diese Fragen informiert worden ist. Ich finde das kein ordentliches Verfahren. Aber ich will zu Beginn noch einmal sagen, natürlich ist es richtig, sich Überlegungen anzustellen und Maßnahmen zu entwickeln, die dafür Sorge tragen, dass künftig die Pensionen für die Beamtinnen und Beamten im Land Hessen gezahlt werden können. Dazu ist man auch den Beamtinnen und Beamten verpflichtet, die mit ihrer Arbeit sicher ihre Pension auch mehr als verdienen, mit ihrer tagtäglich guten Arbeit für das Land Hessen und für die Bürgerinnen und Bürger. Worüber man aber reden kann, ist, mit welchem Weg oder auf welchem Weg wir dieses Ziel verfolgen. Und da haben wir heute hier einen Gesetzentwurf vorliegen, der ja das Sondervermögen
dessen Ziel es war, eine Rücklage zu bilden, um zukünftig Pensionszahlungen gewährleisten zu können, umgewandelt werden soll in einen dauerhaft bestehenden Kapitalstock. Es geht um einen dauerhaft bestehenden Kapitalstock. Das ist ja im Kern die Neuregelung, die Sie hier vorschlagen. Und ich finde, diesen Weg, den muss man diskutieren können. Ich finde das nämlich durchaus diskussionswürdig, weil in letzter Instanz handelt es sich doch um die Umwidmung von Mitteln, die von den Öffentlichen, die für die öffentlich Beschäftigten, für die Beamtinnen und Beamten vorgesehen sind, mit der klaren Zielvorgabe, die Pensionen zu bezahlen. Und diese werden jetzt in einen Kapitalstock, wenn man sich die Zeitläufe anschaut, ja eigentlich für die Ewigkeit umgewandelt und eingerichtet. Und mit der Einrichtung eines Kapitalstocks mit öffentlichen Geldern, da entstehen doch Fragen, mit denen wir uns sehr, sehr ernsthaft auseinandersetzen müssen, nämlich z.B. wie wird denn das Ganze eigentlich angelegt, wie sieht die Risikodiversifikation, also man bewegt sich auf einmal auch in der Sprache von Finanzmarktprodukten, wie sieht es aus mit der angestrebten Rendite? Dr. H.C. Hahn hat ja seine Vorstellungen dazu hier schon zum Besten gegeben. Wie sieht es aus mit Investitionsverhalten nach ethischen, sozialen, ökologischen Gründen? Auf einmal ist die öffentliche Hand also dabei, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und das Problem ist doch, und Sie sprechen in der Begründung des Gesetzentwurfs davon, dass Sie sich eine nachhaltige Vermögensanlage nach einer, also nachdem Sie sich bereits für eine nachhaltige Aktienanlage entschieden haben, nun auch eine nachhaltige Vermögensanlage in Angriff nehmen wollen. Da könnte man sagen, ja, das ist grundsätzlich zu begrüßen, dass Nachhaltigkeitsfragen da auch eine Rolle spielen. Aber wenn man dann in die Details geht, da entstehen ganz große Probleme. Und darüber möchte ich auch heute reden. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage meines Vorgängers, meines geschätzten Vorgängers Willy van Ooyen vom März 2017 haben Sie geschrieben, dass bei Ihren Nachhaltigkeitskriterien beispielsweise Hersteller kontroverser Waffen ausgeschlossen sind und auch Unternehmen ausgeschlossen sind, die besonders schwere Verstöße gegen die Nachhaltigkeitsgrundsätze der Vereinten Nationen, der sogenannten UN Global Compact Principles, das also Unternehmen ausgeschlossen sind, die da Verstöße machen. Und Sie sprechen auch jetzt in der Gesetzesbegründung davon, dass es darum gehen muss, weitgehend Ausschluss von Unternehmen anzustreben, deren Geschäftsmodell auf der Gewinnung von fossilen Brennstoffen gerichtet ist. Jetzt kann man noch einmal sagen, ja, es ist grundsätzlich gut, dass Sie sich solchen Fragen der Nachhaltigkeit angenommen haben, nicht nur einseitig auf die Rendite gucken. Aber schauen wir uns dann die Formulierung doch genau an. Kontroverse Waffen, besonders schwere Vorstöße, weitgehender Ausschluss. Ja, was bedeutet das denn im Klartext? Das bedeutet, es ist völlig in Ordnung, die Pensionsmittel der Beamtinnen und Beamten in die Anlage für Waffen zu stecken. Kleinwaffen und Panzer, ist das in Ordnung, weil es sind keine kontroversen Waffen. Was ist denn mit Unternehmen, die zwar die sozusagen deren Geschäftsmodell nicht auf die Gewinnung von fossilen Brennstoffen gerichtet ist, die aber trotzdem mit fossilen Brennstoffen ihr Geld verdienen. Und da finde ich, Herr Dr. H.C. Hahn, Sie sagen, es ist im Sinne der Beamtinnen und Beamten, auf die Rendite, auf die Rendite, auf die Rendite zu schauen. Ich sage Ihnen, ich kenne viele Beamtinnen und Beamte, die nicht wollen, dass mit ihren also mit dem Recht, später einmal eine ordentliche Pension zu erhalten, dass mit diesem Geld Spekulationen betrieben wird, die in Waffen angelegt werden, die in klimaproblematischen Bereich und in andere Fragestellungen. Ich kenne viele Beamtinnen und Beamten, denen es nicht nur darum geht, Rendite um jeden Preis zu erzielen. Ich will ein weiteres Beispiel nennen. In der gleichen Antwort auf die Kleinen Anfrage führen Sie auch aus, dass Aktien an Banken gehalten werden, die zu dem damaligen Zeitpunkt an der hochumstrittenen Dakota Pipeline durch Kreditvorgaben beteiligt waren. Das zeigt doch, die Nachhaltigkeitsregelungen, die Sie sich selber anlegen, die greifen deutlich zu kurz. Deswegen wäre es ja das Mindeste, diese Regelungen zu verschärfen und wenigstens die Worte kontrovers bei Waffen oder besonders schwer herauszustreichen, sodass in der Zukunft gewährleistet wird, dass mit den Pensionsansprüchen der Beamtinnen und Beamten nicht in diese hochproblematischen Bereiche investiert wird. Aber, und
Herr Finanzminister Dr. Thomas Schäfer hat ja eine sehr grundlegende Einleitung auch hier in das Thema, in diesen Gesetzentwurf gebracht. Ich habe jetzt über sozusagen Ausführungsbestimmungen des Gesetzentwurfs da gesprochen. Ich finde, man muss ja noch einmal grundsätzlich die Frage angehen, sollte die öffentliche Hand sich überhaupt als Finanzinvestor betätigen, um spätere Pensionen bezahlen zu können? Der Kollege Schmidt hat schon darauf hingewiesen, dass ja selbst mit diesem Verfahren nur ein Bruchteil der Summe erwirtschaftet wird, die später anfallen wird. Das heißt, der von Ihnen eingeschlagene Weg, den Sie hier auch sozusagen sehr intensiv dargestellt haben, der löst ja nur einen ganz kleinen Teil des Problems. Und deswegen stellt sich doch die Frage genau im Sinne der Generationengerechtigkeit, ob man nicht heute die finanziellen Grundlagen schaffen müsste für die Versorgungsleistung der Beamtinnen und Beamten für morgen. Und ob es nicht im Sinne der Generationengerechtigkeit wäre, heute zu schauen, wie wir diese Versorgungsleistungen finanzieren können. Und dazu gehört für mich auch, darüber zu reden, nicht nur, dass unsere Gesellschaft älter geworden ist, sondern sie ist auch reicher geworden. Das heißt, wir müssen die Frage stellen, wie wir über eine gerechtere Besteuerung auch die Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten bedienen können. Ich bin gespannt, Kollege Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin gespannt auf das, auf die Anhörung, auf das, was uns die Anhörenden kritisch mitgeben werden. Und dann werden wir diese Fragen hier weiter diskutieren. Vielen Dank. Es gibt eine Kurzintervention. Kollege Dr. Jörg Owarn. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer eben dem Kollegen Schalauske zugehört hat, der, ja, manche mehr, manche weniger, aber das ist mir auch egal, der hat den Eindruck, jedenfalls wenn er nicht dabei war bei der Sitzung und wenn er auch sonst keine Vorlagen gelesen habe, als würde das Anlagesystem des Landes Hessen Rendite, Rendite, Rendite heißen. Er hat einfach nicht aufgepasst. Oder aber er wollte gerade ein Bild stellen. Und ich habe eher das Gefühl, dass das Vorsatz war und dass es nicht in irgendeiner Weise nur grobe Fahrlässigkeit ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2007 hat das Land Hessen eine Nachhaltigkeitsarbeit, eine Nachhaltigkeitsvorgabe im Rahmen der Aktienanlage erörtert und beschlossen. In der Legislaturperiode, in der vorherigen, in der ich die Ehre hatte, Ministerpräsident dieses Landes zu sein, wurde diese Anlage nachhaltiger noch gemacht. Und in dieser Legislaturperiode, Frau Erfurt hat darauf, glaube ich, eben ein ganz bisschen nur hingewiesen, wurde es noch einmal gesteigert. Lassen Sie sich bitte kein X vor das U machen. Ich nehme jetzt eine Formulierung, damit ich nicht noch einmal mit dem Präsidenten dieses Hauses zu Recht in Konflikt komme. Lassen Sie sich kein X vor das U machen. Es gibt keine Anlagestrategie Rendite, 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 sondern es gibt einen gemeinsam mit dem Indexanbieter Stocks ausgearbeitetes System, in dem die Bereiche Ökologie, Soziales, Unternehmensführung, meine sehr verehrten Damen und Herren, beachtet werden. Und die Folge davon war zum Beispiel, dass das Land Hessen, als der Dieselskandal bei dem Mitstaatsunternehmen VW in Wolfsburg begann, unverzüglich die Aktien von VW und da zum Nachteil, zum finanziellen Nachteil des Landes Hessen verkauft hat. Es gibt also eine Nachhaltigkeitsstrategie. Der Kollege wollte Ihnen gerade ein X vor das U machen. Ich will das U wieder vor das X zurückholen. Vielen herzlichen Dank. Herr Kollege Schalauske, willst du antworten? Nein, los. Das muss nicht sein. Ja, aber das Problem ist ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, man kann das ja jetzt auch nicht so stehen lassen. Also, Sie haben doch eben mit Ihrer Kurzintervention, Herr Dr. H.C. Hahn, doch nur bewiesen, dass Sie meinen Ausführungen eben nicht zugehört haben. Ich habe Ihnen eben zugehört. Es war nicht besonders, es war nicht so leicht zu ertragen, aber ich habe es getan. Vielleicht können Sie ja auch die Größe, zeigen, mir zuzuhören. Also, ich habe darauf hingewiesen,
dass über die Frage, wie das Geld, was eigentlich für die Pensionen der Beamtinnen und Beamten gedacht ist, wie dieses Geld angelegt wird. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Nachhaltigkeitsansatz der Hessischen Landesregierung, den ich durchaus auch gewürdigt habe, Probleme aufwirft, weil er mit seinen Kriterien bestimmte problematische Bereiche eben nicht ausschließt. Ich habe da von Waffen gesprochen, die nicht ausgeschlossen werden. Es werden kontroverse Waffen ausgeschlossen. Das ist in Ordnung. Da geht es um Landminen, Streubomben. Ich finde das eine Selbstverständlichkeit. Gleichwohl aber wird nicht ausgeschlossen, dass auch in Bereichen investiert wird, die mit anderen Waffen zu tun haben. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Formulierung weitgehend schwere Verstöße auch Ausnahmen zulassen. Und ich habe am Ende die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt die Aufgabe des Landes Hessen ist, einen Kapitalstock zu bilden, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, oder ob nicht andere Wege der Finanzierung der berechtigten Ansprüche auf Pensionen für die Beamtinnen und Beamten zu machen ist. Das ist etwas völlig anderes. Was ich allerdings deutlich kritisiert habe, Herr Dr. H.C. Hahn, war Ihr Plädoyer hierfür, dass vor allem die Frage der Rendite entscheidend ist. Weil das finde ich völlig falsch. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Die Debatte ist beendet. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Haushaltsausschuss. Jawohl.